So, meine Lieben, guten Tag und herzlich willkommen zu den wöchentlichen Gannikus Video News, die es mittlerweile ja auch auf Spotify und iTunes in Audio Only gibt. Heute wie zuletzt für euch am Start der liebe Chris und natürlich auch ich. Selbstverständlich haben wir diese Woche wieder die unterschiedlichsten Themen auf der Agenda. Aber erstmal will ich natürlich von dir wissen, Chris, wie geht's dir und was hat dich innerhalb der letzten 7 Tage am meisten umgetrieben? Danke, mir geht's blendend. Ich hatte zwar in meinem Geschäft ein bisschen schwierige Zeit, ist noch nicht ganz vorbei. Das gibt es auch manchmal, dass es ein bisschen unrund läuft. Aber wir wollen da ja nicht über meine privaten Angelegenheiten oder geschäftlichen diskutieren, sondern was mich sehr mit Freude erfüllt, ist, dass so langsam die Zeichen in der Schweiz coronamäßig wieder auf komplette Öffnung stehen. Also seit Montag dieser Woche, ja, sind die Restaurants wieder mehrheitlich offen mit gewissen Vorkehrungen. Das ist eine enorme Entspannung der Situation, wenn man sich wieder treffen kann. Obwohl ich eine Person bin, eigentlich, die kaum sich im Ausgang befindet und schon gar nicht auf Partys und so weiter. Für das fehlt mir irgendwie die Zeit und ich muss dann eine Woche leiden. Aber die Möglichkeit, sich mit jemandem zu treffen, an einem neutralen Ort, dazu was zu essen und zu trinken, dass die wieder gegeben ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das einen solchen hohen Stellenwert einnimmt in meinem Leben und dass sie zur Lebensqualität beiträgt. Also ich bin sehr froh. Einerseits eben aus ganz egoistischen Gründen, andererseits freut es mich natürlich für alle Betreiber von solchen Lokalen, dass die endlich auch wieder Umsatz generieren können. Ich höre raus, dass mit dem Business skalieren fällt dir noch etwas schwer und ihr dürft euch auf jeden Fall wieder treffen. Also ich weiß nicht, wie es bei uns ist, ist ja auch stark inzidenzabhängig, aber was ich gehört habe, ich darf wieder auf Solarium, da freue ich mich auch drauf und natürlich sich mit anderen Menschen treffen, ist auch cool. Ich glaube, ich bin ja auch nicht so der Typ, der viel weggeht. Was mich mehr stört, ist immer, dass ich etwas nicht machen darf, wenn ich es denn machen möchte. Also ich möchte halt einfach, wenn ich um 1 Uhr irgendwie nachts Bock habe rauszugehen, möchte ich halt rausgehen. Auch wenn ich das vielleicht nur einmal in 3 Jahren mache, es schränkt mich schon unterbewusst ein, dass ich es nicht dürfte, wenn ich es wollen würde. Das ist, glaube ich, bei mir mehr das Problem. Ja, was hat dich beschäftigt? Ja, ich habe mir natürlich auch ein Thema überlegt, das mich beschäftigt hat und sich eigentlich, ich glaube, man kann sagen, sowohl national als auch international durch alle Szenen zieht und das könnte eigentlich auch schon nichts anderes sein als Beef. Wir werden da in der heutigen Folge auch wieder eine Story aufgreifen, also versteht mich nicht falsch, Beef belebt das Geschäft und auch unseren Newsbereich, aber oft frage ich mich wirklich, wozu das Ganze? Also man kann doch auch mal sein Handy in die Hand nehmen und die Dinge privat klären. Wegen jedem Mist springt man heute direkt in die Instagram-Story oder schießt auf YouTube und Twitch, statt mal nicht nur vom chronologischen Alter erwachsen zu sein, sondern sich auch erwachsen zu verhalten. Das wollte ich mal gesagt haben, weil einfach meiner Meinung nach viel zu wenig untereinander gesprochen wird. Und was mich noch hart abfuckt, wenn sich Leute 10-mal reposten, sodass Stories immer kleiner und kleiner werden. Kennst du das, wenn der eine den anderen erwähnt, der das dann wieder repostet mit einem Smiley, der andere das dann nochmal repostet mit Bruder, bester Mann und so weiter. Da bekomme ich echt hohen Blutdruck. Also die Stories werden immer kleiner, es macht doch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das hat mich letzte Woche bewegt tatsächlich. Ja, es ist halt irgendwo, wenn ich irgendwo getaggt werde, was ja nicht so viel vorkommt, weil da ich da eine nicht vorhandene oder sehr kleine Fanbase habe. Aber wenn das mal vorkommt, dann habe ich so das Gefühl, ich finde, ich muss das schon als anerkennen, zum Teil, wenn es Sinn macht, reposten. Und das mache ich dann auch gerne. Aber wenn es dann eben so dann, ich finde, dann muss man nicht mehr, also der andere bekommt das dann ja auch wieder gemeldet und hätte die Möglichkeit zu reposten. Ich finde, das muss dann nicht sein, sondern das ist dann hin und her und fertig. Wenn es aber, es gibt so Leute, die machen sich einen Spaß daraus, oder? Und dann, wer hört zuerst auf? Das finde ich dann irgendwo lustig. Muss nicht sein, aber das kann ich verstehen. Aber wenn es halt einfach, ja, es ist nervig. Aber etwas, was ich auf Instagram viel nerviger finde, ist die Leute, die irgendwie, cool stuff,
if you like to know about bla bla bla, DM me. Diese DM me-Kommentare, die finde ich ganz mühsam. Ja, also ist legitim, dass du das repostest, wenn du beispielsweise ja hier zu Gast in den News bist und du markiert wirst, aber ey, man muss es nicht 5-mal machen und man muss sich auch nicht in der Instagram-Story zum Geburtstag gratulieren. Aber darum soll es heute gar nicht hauptsächlich gehen. Ich wollte noch was loswerden. Bevor wir nämlich loslegen, habe ich natürlich wie immer ein kleines Update aus dem Gallienicus Original Shop für euch. Der Warenbestand sinkt nämlich, zumindest beim Gallienicus. Das wurde mir so mitgeteilt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Der Gallienicus wurde von einem Abmahnverband wieder abgemahnt. Dieses Mal nicht mehr wegen des Theanins wie letztes Mal, sondern auch wieder völlig hanebüchen wegen L-Norvalin. Jetzt gibt es natürlich zwei Optionen, sprich entweder wir gewinnen vor Gericht oder eben nicht. Ersteres wollen wir wohl alle, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, wird es den Gallienicus so in der Form nicht mehr geben und wir müssen uns erstmal was Neues überlegen. Checkt auf jeden Fall das Video auf unserem YouTube-Kanal, da hat Marcel es nochmal detailliert dargestellt. Alle, die sich also für den Ernstfall noch ein, zwei Dosen sichern wollen, die wissen jetzt Bescheid, den Gallienicus und alle anderen Subs von Gallienicus Original bekommt ihr wie gewohnt auf gallienicus.de/shop. Das als Info vor der Sendung und wenn du ready bist, Chris, dann können wir mit unserem Programm starten. Wir beginnen aber die News jetzt mit dem ersten Thema und wie so häufig sportlich, nämlich mit der California Pro. Die war am vergangenen Samstag und gewonnen hat Patrick Moore, wie schon vor 2 Jahren, damals noch im direkten Duell mit Tim Budesheim. Dieses Mal auf dem 2. Platz gelandet ist Mohamed Shaban, direkt gefolgt von Hassan Mustafa. Was sagst du zu California Pro und zu den Ergebnissen? Patrick Moore ist jetzt kein Bodybuilder der 80er, aber der könnte dir doch ganz gut gefallen vom Look her, musste ich direkt dran denken. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich fand die nicht schlecht. Mir fällt einfach grundsätzlich auf, eben ich bin jetzt da nicht so tief in der Materie, ich würde sagen so am Rande ein bisschen, dass es eher unbekannte Leute sind, die man nicht so zuvor auf der Liste immer hat. Das ist so das, was mir als erstes aufgefallen ist. Außer eben die, die da über Social Media Theater machen, aber die schneiden ja nicht vorne ab. Und was mir auch noch aufgefallen ist, und da hätte ich da gerne deinen fachkompetenten Einschätzung dazu, ob ich das richtig sehe, der Hassan Mustafa war, glaube ich, 3. Der sah so ein bisschen verwaschen aus. Täuscht mich da der Eindruck oder war das so? Nee, also habe ich auch auf dem Zettel. Was man sagen muss, glaube ich, mittlerweile befindet sich das Ganze so in einem Wandel. Also du hast schon richtig gesagt, es landen immer mehr verhältnismäßig unbekannte Athleten auf den vorderen Rängen, was natürlich daran liegt, dass andere Athleten einfach aufgrund ihres Alters jetzt mittlerweile ausscheiden. Also auch ein Phil Heath, ein Sean Roden, Dexter Jackson, Kai Greene, die sind nicht mehr die Jüngsten. Einige von denen werden ja auch keine Wettkämpfe mehr machen. Deswegen kommt das jetzt dazu, dass die neue Riege quasi am Start ist. Ich denke, man kann den Wettkampf genauso judgen mit Patrick Moore auf 1, Mohamed Shaban auf 2 und Hassan Mustafa auf 3. Ich glaube aber auch, dass sich keiner beschwert hätte, wenn man Patrick Moore und Mohamed Shaban getauscht hätte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, was da andere dazu sagen, ob ich die Meinung exklusiv habe. Aber ich fand auf jeden Fall vom Videomaterial, dass man da ein Argument für Mohamed Shaban hätte machen können. Was man aber sagen muss, Patrick Moore hat sich zum letzten Jahr auf jeden Fall verbessert. Mir fehlt da aber weiter noch so ein bisschen der Fortschritt in den Beinen, speziell den Quad Sweep vermisse ich noch ein bisschen, um von voll konkurrenzfähig reden zu können. Er hat ja aber noch Zeit bis Oktober, um nochmal eine Schippe draufzulegen bei Mr. Olympia. Jetzt zu Hassan Mustafa, also war ja sein 2. Auftritt, er ging so ein bisschen als Favorit in die New York Pro, konnte das dann aber nicht bestätigen und auch jetzt würde ich eher sagen, dass die Form sogar nochmal, ja, eine Ecke schlechter ist als vor 2 Wochen und dementsprechend für mich 3. Platz, wahrscheinlich in dem Line-Up noch zu vertreten, aber er war weich, ja, also irgendwas ist schiefgelaufen, wahrscheinlich hat er sich vertan mit den Carbs, irgendwas in die Richtung, also definitiv hast du sehr gut analysiert, dass da mit der Form einiges nicht gepasst hat. Sonst würde ich nämlich sagen, so Muskulosität von den Beinen, die sind sehr ausgeprägt, oder das wäre ganz klar eine Stärke von ihm, wenn die da ein bisschen mehr Striation und so weiter hätten.
Aber ja, das ist auch wirklich so wie mit dem Weichzeichner irgendwie. Ja, also ich denke, wenn der wirklich mal hart kommt, hat der jede Möglichkeit, auch den ein oder anderen Wettkampf zu gewinnen. Gerade mit den Beinen. Ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen an Schulterbreite. Aber nichtsdestotrotz, ein super Athlet, der ja noch verhältnismäßig frisch ist in diesem Profizirkus und noch nicht so auf dem Schirm war, der wird sicher noch bessere Pakete abliefern. Da bin ich mir absolut sicher. Etwas, das von mir auch noch aufgefallen ist, und da möchte ich auch gerne deine Einschätzung hören, ob das wirklich so ist. Ich habe das Gefühl, die Mittelsektion hat man ein bisschen besser wieder unter Kontrolle als vor 5 Jahren. Ja, es kann gut sein. Also das ist ja wirklich durch alle Medien gegangen. Auch krass irgendwie, dass so ein Louis Marco, der mittlerweile überhaupt nicht mehr stattfindet, das so auf den Schirm gebracht hat mit diesem Blähbauch, dass jetzt tatsächlich eigentlich alle vermehrt den Fokus drauf legen, nicht mehr die Wampe raushängen zu lassen beim Posing. Ist aber ja am Ende, auch da bin ich wohl so ein bisschen Pragmatiker, eigentlich ein gutes Ergebnis, wer auch immer das jetzt angestoßen hat. Letzte Woche hatten wir es noch davon, diese Woche können wir dann auch positiv schon drüber berichten. Emir Omeragic hat sich die Pro-Card geholt. Er hat es in Russland mit der Teilnahme gar nicht geschafft. Danach wurde es in Polen der 2. Platz in seiner Klasse, aber alle guten Dinge sind bekanntlich 3 und in Polen, beziehungsweise nee, in Portugal. Polen war vor 2 Wochen, jetzt war Portugal. Portugal hat es dann endlich mit dem Gesamtsieg geklappt. Mir war es irgendwie klar, dass es früher oder später so sein wird, dass Emir sich die Pro-Card holt. Besser früher als später, würde ich sagen. Wie ordnest du Emirs Erfolg ein und was denkst du, wird in Zukunft bei den Profis rauskommen? Ich habe schon rausgehört, dass du der Meinung bist, dass es einer der wenigen Athleten in Deutschland, die für Aufsehen sorgen können, international. Ich mag sie mal von Herzen gönnen, also ich kenne ihn nicht, habe da keine emotionale Bindung, aber so, ich habe das Gefühl, er wollte es wirklich und ich mag ihm das gönnen. Er war ja jetzt sicher gefühlt 35 Mal Zweiter und hat es nicht geschafft und jetzt endlich hat es geschafft. Wenn ich mir das Bild von der Siegerbild anschaue, dann, ja, man möge es mir verzeihen, es war jetzt nicht das stärkste Teilnehmerfeld, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz soll nicht seine Leistung schmälern. Emir, von ihm habe ich so ein bisschen den Eindruck, er ist so jemand, der es noch ganz weit nach oben bringen könnte, weil er so, wie du sagst, die Do-or-Die-Mentalität hat. Ich habe so von ihm das Gefühl, ihm könnte man Exkremente vorlegen und sagen, das bringt dir mehr Muskeln. Er würde das ohne zu zögern essen. Wohingegen andere Exponate aus Deutschland wahrscheinlich sich zuerst ekeln würden, dann nach Überzeugungsarbeit zuerst die Enzyme schlucken würden und dann das Ganze natürlich videografisch festgehalten für Instagram dann auch tun würden. Und er ist so der Typ, habe ich das Gefühl, er würde das ohne zögern, wenn man ihm versichern könnte, das bringt was. Also das soll natürlich so ein gewisses Bild zeichnen, das ich von ihm habe. Deshalb denke ich, ja, er könnte jemand sein aus Deutschland, der international für Aufsehen sorgt, sofern seine Gesundheit mitmacht und sofern er seine Schwächen noch korrigieren kann. Ich glaube, vor allem bei den Beinen muss er dann noch ordentlich zulegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich nie jemand sein wird, der off auf die Bühne kommt. Der wird seine Diät immer durchziehen und nie noch irgendwie 3-4 Tage mehr brauchen. Ja, du hast es eigentlich schon alles gesagt, was ich auch so sagen würde. Ich kann das nur bestätigen. Es hört sich ein bisschen negativ an, aber die Einstellung, die er hat, ist eben die, die man benötigt, um im Bodybuilding voranzukommen. Sicher ist auch so aktuell die beste Zeit, um eine Pro-Card zu holen. Da sind die Teilnehmerfelder nicht so groß, aber alle Bilder und Videos, die ich gesehen habe, sprechen eigentlich auch, wie du schon gesagt hast, dieselbe Sprache, nämlich dass Emir da absolut verdient gewonnen hat. Ich hatte es ja letzte Woche gesagt, für mich war es nur eine Frage der Zeit. Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte es auch gut sein können,
dass ihm ja der, ich glaube, jüngste Super Heavyweight Pro aller Zeiten geworden wäre. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen neuen IFBB Pro in Deutschland, auch wenn da wieder der eine oder andere Klugscheißer kommen und sagen wird, dass Emir anscheinend kein Deutscher ist. Mir ist das eigentlich egal. Für mich repräsentiert Emir auch Deutschland und wir haben da auf jeden Fall jemanden, der in Zukunft was reißen kann in der IFBB Pro League. Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall und wir warten gespannt, was in den nächsten Jahren passieren wird. Der Beef zwischen Haftor Björnsson und Eddie Hall geht in die nächste Runde und wir haben sogar einen weiteren Kraftsport-Promi, der jetzt Partei ergriffen hat. Letzte Woche hatte Haftor einen zweiten Testkampf, glaube ich. Da ist nicht nur sein Gegner, sondern auch er selbst zu Boden gegangen. Am Ende gab es ein Unentschieden, was aber vorher, glaube ich, klar war, weil der Kampf nicht ordnungsgemäß gewertet wurde. Also es hat da kein Punktrichter irgendwie gezählt. Nach dem Fight hat dann erst Haftor gegen Eddie Hall gewettert und gesagt, dass sich Eddie schon mal einen MRT-Termin für September machen soll. Und danach kam auch noch Larry Wheels, der sich eingemischt hat und meinte, dass Haftor doch bitte Eddie den Kopf abreißen möge. Man kennt es ja schon, dass Thor und Eddie sich beefen, aber mich hat dann doch etwas überrascht, dass Larry Wheels so deutlich Partei ergreift. Es kursiert da ja jetzt zusätzlich zu allem noch ein verpixeltes Bild auf Instagram von einem Photoshop-Artist, auf dem Haftor wohl den abgehackten Schädel von Eddie in der Hand hat. Wie hast du das wahrgenommen und vielleicht willst du ja jetzt schon mal einen Tipp abgeben, wer im September beim Boxkampf gewinnen könnte. Es wird ja da viel Welle gemacht, aber passiert ist eigentlich ja noch nichts. Also dann gebe ich zuerst gleich einen Tipp ab. Leider muss ich sagen, wird für mich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Eddie gewinnen, weil er, glaube ich, da einfach ein bisschen Boxing-Pedigree auch hat. Das hat er, glaube ich, schon früher gemacht. Der wird sich geschmeidiger bewegen können und ich habe einfach den Eindruck, er wird der bessere Boxer sein. Jetzt zum Kampf von den beiden, also von diesem Testkampf, den Haftor da gegeben hat. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich habe mir sagen lassen, dass das boxerisch ziemlich unterirdisch war, was da vonstatten ging, auch gar nicht anders denkbar. Ich meine, ich sage gleich noch was dazu, aber ich finde es grundsätzlich mal großartig von Haftor, dass er sich das antut und in den Ring steigt. Das braucht, glaube ich, viel Überwindung. Vor allem eben gegen einen Eddie Hall, der eben Boxerfahrung hat und jetzt auch nicht der Schwächste ist, also der da ein bisschen Masse und somit viel Kraft in den Schlag legen kann. Das finde ich eigentlich mutig von ihm. Aber jetzt kommt das ganze Aber. Das ganze Getöse, jetzt auch mit Larry Wheels und mit Haftor und auch das, was Eddie macht, das ist Marketing-Getöse. Das müssen sie machen. Die müssen sich selber wichtiger halten, sodass die Gage steigt. Larry hat da auch ein gewisses Interesse, dass er in den Medien bleibt. Jetzt, wenn er mit so einer pointierten Aussage bei Haftor, bei dieser Gelegenheit, bei einer großen Sache, sich da wieder in aller Munde bringen kann, da steigert auch sein eigener Marktwert. Also ich denke, da ist auch eine Spur oder ein Großteil eigener Egoismus dabei, was völlig okay ist. Die Leute wollen das, wir berichten darüber, andere Medien berichten darüber. Das erhebt die Spannung an. Der Boxkampf wird nichts Schönes sein zum Schauen. Trotzdem werden viele Leute dann zuschauen, weil eben der ganze Trash-Talk jetzt abläuft. Also, was wollen wir mehr? Also ich frage mich eben am Ende genau das, nämlich wie viel Show und wie viel Ernst ist da jetzt dabei in diesem ganzen Vorabgeplänkel. Ich glaube auch, da geht es einfach nur darum, möglichst viel Hype zu generieren. Eddie und Haftor können sich schon nicht leiden, das glaube ich auch. Bei Eddie und Larry kann ich es nicht sagen, ob da was vorgefallen ist, weil die beiden haben ja in der Vergangenheit auch Videos miteinander gemacht. Da wurde ja jetzt auch relativ zügig so ein bisschen Geschmackslosigkeit mit dem abgehackten Kopf reingebracht. Also ich will jetzt gar nicht päpstlicher sein als der Papst, aber ich glaube, wir bewegen uns da schon an der Grenze zu pietätslos irgendwann. Was den Kampf im September angeht, für mich total schwer einzuschätzen. Ich glaube aber auch, dass Eddie der bessere Boxer ist, obwohl er ein bisschen kleiner ist und wahrscheinlich dann halt auch Reichweiten-Nachteile hat. Von Eddie sieht man nicht so viel und alles, was man sich so von Haftor anguckt, sieht ein bisschen aus wie ein großes Baby.
das so im Ring gerade laufen gelernt hat. Wobei es hat sich auch schon verbessert, muss man sagen. Ist aber jetzt nicht hochklassig. Also wie du sagst, ich glaube, man darf da jetzt nicht erwarten, dass sich zwei hochqualitative Boxer da gegenüberstehen, weil die jetzt anderthalb Jahre lang trainiert haben. Das sind halt einfach Strongmen, die sich auf die Mütze hauen. Und ich habe eigentlich Bock auf K.O. Die sollen sich am besten so in der ersten Runde so auf die Mütze hauen, dass einer richtig auf die Matte fällt und nicht mehr aufsteht. Weil ich glaube, das ist so das, was am meisten Hype dann auch am Ende generiert oder halt auch die Leute drüber reden lässt, wenn die da jetzt 5 Runden hin und her laufen und sich im Arm halten. Das ist nicht attraktiv, will keiner sehen. Ich glaube, die meisten wollen einen schnellen K.O. Das werden sie nachher machen. Sobald das der Kampf und das Urteil gefällt ist, werden sie sich wahrscheinlich in den Armen liegen und dem Gegner Respekt zollen und so weiter. Wir kennen das. Spannend wird jetzt auch sein, wie Eddie noch reagieren wird, oder? Der muss jetzt, das wird er sich wahrscheinlich nicht bieten lassen. Meinen Kenntnisstand hat er noch nichts dazu gesagt, das wird noch kommen und der wird sich wahrscheinlich dann auch noch überbieten und vielleicht wird es noch pietätsloser. Wir werden es sehen, aber das Ganze, ich glaube, der Kulminationspunkt ist noch nicht erreicht. Was sagst du denn? Also ich habe da jetzt irgendwie so eine Lanze gebrochen für Eddie und das ein bisschen als pietätslos eingestuft. Würdest du sagen, das ist pietätslos oder übertreibe ich da? Ich finde so abgehackter Kopf irgendwie verpixelt, ist für mich eine Nummer zu viel daraus entstanden jetzt. Und dass Larry sich da einmischt, check ich nicht. Ich bin da eher zart beseitet, was das betrifft, und empfindlicher. In diesem Kontext relativiere ich das Ganze. Grundsätzlich bin ich da, finde ich es auch, dass es eher, dass das too much ist, abgehackter Kopf und so weiter. In diesem Kontext jetzt, naja, ich weiß nicht, also das duellieren sich jetzt hier ja keine Nobelpreisträger in Physik, sondern das sind Sportler in einem machoiden Sport. Also ich hätte es nicht gemacht, für mich wäre das auch too much, aber ja, ich habe jetzt das nicht als erstes gedacht, dass das pietätslos ist, sag's mal so. Ja, kaufe ich so. Also ich schlafe jetzt deswegen auch nicht schlecht, aber du hast es gut gesagt, ich würde es auch so nicht machen. Wir hatten erst neulich jemanden auf TikTok, der sich so viel Booster reingeschäppert hat, dass er mit Gehirnblutungen im Krankenhaus gelandet ist. Sowas hat sich jetzt auf ähnliche Art und Weise wiederholt. Allerdings war es in diesem Fall eine 20-jährige Dame, die sich mit Herzinfarkt in der Klinik wiedergefunden hat. Auch da muss ich natürlich mit einem Augenzwinkern sagen, das wäre mit dem Galenicus nicht passiert. Und ihr wisst, der Galenicus ist stark nachgefragt aktuell, deswegen gönnt euch bei uns im Shop. Spaß beiseite, was hast du dazu zu sagen? Du bist ein bisschen älter als ich, hast auch Nachwuchs und kannst deshalb hier sogar den Papa raushängen lassen. Haben wir eventuell ein TikTok-Problem auf dieser Welt? Jein, meine Meinung. Das Problem ist nicht das TikTok, das Problem sind die Leute. Also die ganze Geschichte ist merkwürdig, finde ich. Und die kaufe ich so nicht 1:1 ab. Also es ist die Rede von einem Scoop und so weiter. Und dann stellt sich heraus, sie ist Tänzerin. Und da könnten auch andere Substanzen. Ich möchte da nichts unterstellen, aber es fehlen so ein bisschen Fakten. Und ich habe gelernt, dass man die Dinge wirklich kritisch anschauen soll. Und nicht alles, was so transportiert wird, stimmt dann auch so, oder? Es startet irgendwie, es gab mal einen Otto-Film, wahrscheinlich, das ist für meine Generation bekannt, da hat sie das gut aufgezeigt, es ging um ein Codewort zu übermitteln und es fing an mit die glorreichen 7 und dann über jede Person, über jede Iteration wurden das verändert und am Schluss hieß es, das Rohr neigt zum Biegen. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei solchen Geschichten. Was ist jetzt da wahr, was wurde verfälscht und was wurde geändert? Das grundsätzliche Problem sehe ich in diesen um jeden Preis ein bisschen Aufmerksamkeit von einem anonymen Publikum zu erhaschen. Ich sehe das bei meinem Sohn. Mein Sohn lädt auch TikTok-Videos hoch. Will ich nicht verhindern, könnte ich verhindern, möchte ich gar nicht unbedingt. Aber das sind kindliche TikTok-Videos. Und was ist das Erste, was er macht? 5 Minuten oder 10 Minuten, nachdem das oben ist, kommt er zu mir und sagt, hey Papi, ich habe schon 5 Likes. Gut, oder? Also es geht nur um das. Und
diese Mentalität, die ich da offenbar auch irgendwie es nicht geschafft habe, die ihm auszutreiben oder zu verhindern, dass er das hat. Ich denke, ich sehe das ganz, ganz große Problem da. Und das zieht sich, jede Generation hat da, glaube ich, sein Tool dazu. Und TikTok ist jetzt bei den Kindern, muss man nichts anders sagen. Instagram ist es vielleicht bei ein bisschen älteren Kindern und so weiter. So zieht sich das durch. Und das ist die Schwierigkeit, diese Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und es ist so, was mich auch so stört bei TikTok ist, es ist so keine Leistung dahinter. Eben da knallen sich da irgendwelche Dry Scoops Boost dahinter. Das ist keine Leistung. Oder die Witze, die da gemacht werden, das ist nicht humoristisch irgendwie eine Leistung dahinter. Das sind nicht irgendwelche Leute, die sich lange einen Witz überlegt haben und dann einen Sketch machen und schauspielerisch gut und so weiter, sondern das ist einfach so dahingerotzt. Mhm. Und man sollte das nicht konsumieren, man sollte das nicht liken, dann würde dieses Phänomen auch wieder verschwinden. Ja, wir hatten es ja schon mal. Also auch wir haben Scheiße gebaut früher. Ich habe aber echt das Gefühl, dass Social Media ein richtiger Katalysator für solche Bullshit-Moves geworden ist. Man muss halt einfach sagen, während du früher eben irgendwas gemacht hast, was sich dann bei dir zu Hause im eigenen Wohnort über Mundpropaganda verbreitet hat, hast du jetzt eventuell innerhalb kürzester Zeit halt ein Millionenpublikum und da werden die Aktionen noch immer ausgefallener. TikTok allgemein ist jetzt für mich auch echt irgendwo eine Müllplattform. Da werden wirklich die primitivsten Trigger in den Menschen angesprochen. Mich verwundert es trotzdem, dass echt manche berühmt werden, wenn sie sich, keine Ahnung, Eier auf den Kopf zerschlagen oder irgendwelche Songs imitieren, weil wie du sagst, es ist keine Leistung, da entsteht irgendwie kein neuer Content, sondern es wird einfach bloß irgendwas synchronisiert, nachgeplappert, vertont und das machen teilweise ja auch große Kinder, wie du schon zu Recht gesagt hast, ist jetzt auch kein Hate, ich finde es bewundernswert irgendwo. Irgendwie ist es ähnlich wie diese Gaming-Streamer, da zahlt dir jemand Geld, dass er dir beim Zocken zuschauen darf. Also da hast du eigentlich alles richtig gemacht. So ein Montana Black, der hat auch alles richtig gemacht. Ich check's zwar nicht, also ich verstehe es wirklich nicht. Ich würde dafür kein Geld bezahlen. Ich würde mir das nicht mal ohne Geld zu bezahlen anschauen. Aber wenn solche Leute Millionen verdienen mit einfach sich vor den Rechner setzen und zocken oder sich irgendwie Eier auf den Kopf zerschlagen, da muss man eigentlich ja den Hut davor ziehen, weil du sagst es richtig, das Ganze hätte sofort ein Ende, wenn wir einfach das nicht mehr angucken würden. Das ist ganz ein guter Punkt. Und wenn ich da auch noch einhaken darf, eben, ich gönne das, Montana Black und alle anderen, da ist halt jetzt ein Bekannter, und wenn wir über ihn, ich gönne das allen. Oder Unge, das ist auch so ein Phänomen, das ich nicht verstehe. Die haben alles richtig gemacht, wenn das funktioniert. Aber ich hatte da auch mit meinem Sohn eine Diskussion, weil er ist natürlich, Montana Black ist sowas wie ein Star für ihn. Mhm. Also er kommt dann eben auch und sagt, du hast geraucht im Stream und so. Das weiß er dann auch. Auf jeden Fall hat er eben da geschwärmt von Montana Black und wie viel Geld das er verdient und so weiter. Und dann bin ich mit ihm hingesessen und dann sagte ich, ja, würdest du auch gerne so ein Leben führen wie er? Und dann war natürlich, ja, klar. Und das ja, deine Leidenschaft, dein Hobby frönen und dabei ein Shitload an Geld verdienen. Und dann sagte ich, ja, aber denkst du, das erfüllt dich im Leben, dass dich das nachhaltig glücklich macht. Und aus der Sicht eines Kindes, ein Kind ist nicht in der Lage, das zu denken. Wir Erwachsenen sind es ja auch kaum. Aber ich denke, dass das ein bisschen wenig Lebensinhalt ist, wenn man dann die ganze Zeit gamet. Und ich denke nicht, dass das nachhaltig glücklich macht. Und das ist ein Punkt, den mir mein Sohn auch gesagt hat. Montana Black wirkt nicht glücklich. Das war eine Aussage von meinem Sohn. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann mir so einen jemanden, der am Spielen ist, zuschauen. Da möchte ich selber spielen und nicht zuschauen. Kann es nicht beurteilen. Aber mein Sohn meinte, er wirkt nicht glücklich. Wir kommen zu einem sehr kuriosen Thema und zwar zu einem IFBB-Pro namens Dusty Henshaw. Der stand jetzt künstlich beatmet und ernährt im Krankenhaus liegt. Wenn man die Story so liest, kann man, glaube ich, sagen, dass es viel schlechter
nicht laufen kann. Also erst hat er sich an einem Stück Steak verschluckt und so gewürgt, dass ein Riss in der Speiseröhre entstanden ist. Also er hat es irgendwie geschafft, dieses Stück dann runterzuschlucken. Im Krankenhaus hat er dann relativ zeitgleich noch eine Staphylokokkeninfektion und eine Lungenentzündung entwickelt. Updates gibt es bisher noch keins, außer dass eine Spendenaktion ins Leben gerufen wurde, bei der immerhin schon 122.000 US-Dollar gesammelt wurden. Verschluckt haben wirst du dich sicher auch schon mal, aber so eine Aneinanderreihung negativer Ereignisse sucht schon ihresgleichen, oder? Sehr tragisch. Ja, ich habe mich mal an einem Stückchen Chips oder an einem Chips verschluckt und hatte danach das ist so ein unangenehmes Gefühl. Ich hatte da den Tod vor Augen, weil ich da nicht mehr atmen konnte oder nur so ganz mühsam einatmen. Mein Sohn war auch da in der Nähe, sah mich da. Ich rannte vom Wohnzimmer ins Gäste-WC und probierte das irgendwie eben. Man instinktiv will man das dann rausbrechen und das war eigentlich ganz ein kleines Stückchen, also nicht zu vergleichen mit einem Stück Fleisch. Und das hat sich dann die Situation für mich gefühlt nach etwa 2 Minuten Nahtod gelöst. Wahrscheinlich waren es wenige Sekunden, ich kann es nicht sagen im Nachhinein. Also das ist äußerst unangenehm und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist und da leicht in Panik gerät und um sein Leben bangt, dass man da halt solche Dinge unternimmt oder halt sich so anstrengt, dass es zu diesen Rissen in der Speiseröhre, glaube ich, führen kann, welche dann halt diese ganze Infektion offenbar oder diese Lungenentzündung, was ja eine Infektion ist, ausgelöst hat. Also sehr, sehr tragisch, das wünscht man niemand. Was ich aber daraus ziehe oder was ich da wieder sehe mit dieser ganzen Spendenaktion, was mich eben wieder nachdenklich macht, ist Folgendes. Offenbar kümmern sich Leute viel zu wenig, vor allem in so Ländern wie Amerika, die sehr vom Kapitalismus und von der Eigenverantwortung dominiert sind. Da sind wir ja hier in Zentraleuropa schon Kapitalismus, aber schon noch ein bisschen mehr Staat als in Amerika, ein bisschen weniger Freiheit, also auf dem Papier, und mehr Staat, aber dass sich die Leute dort viel zu wenig um Altersvorsorge und eben Gesundheitsversorgung Gedanken machen. Und vielleicht das als alter Mann, wenn ich das mitgeben kann an junge, eben Gamer oder YouTuber oder TikToker, Influencer, die selber ihr Geld verdienen, macht euch Gedanken um eure Altersvorsorge und eure Gesundheitsversorgung. Als kleines Beispiel, was ich da bei mir sagen kann, arbeite auch in meiner eigenen Firma und ich habe das ganz einfach gemacht. Ich bin Angestellter von meiner Firma. Also ich habe eigentlich ein ganz normales Angestelltenverhältnis mit meiner Firma. Das stellt eben sicher, dass ich mir A, mal regelmäßig Einkommen auszahle, sofern ich das kann, und B, dass eben die ganze Altersvorsorge, dass ich all in diesen Systemen bin, die ein ganz normaler Angestellter in der Schweiz sein muss. Das schließt auch natürlich dann die Krankenkasse jetzt bei uns ein, sodass, wenn jetzt mir so etwas, was ich natürlich nicht hoffe, passieren würde, muss man keine GoFundMe-Geschichte für mich machen, sondern das ist über Versicherungen abgedeckt, für das sind die Versicherungen auch da. Und da eben mein Appell, wahrscheinlich geht es hier mehr um Altersvorsorge, Leute, die da selbstständig sind, sorgt rechtzeitig dafür, dass ihr das habt, nicht, dass ihr mit 60, 65 dasteht und eben nichts habt und dann funktioniert auch ziemlich sicher TikTok und YouTube nur noch sehr schwer. Finanztipps mit Chris. Ich weiß gar nicht, was ich zu der Story noch sagen soll. Also für mich ultra krass, dass da jetzt quasi ein Mann im Sterben liegt und der Auslöser war ein zu großes Stück Fleisch. Da hast du irgendwie jemanden, der sich 10 Servings Booster ohne Wasser reinpfeift und wieder draußen rumläuft. Und auf der anderen Seite geht es in dem Fall seit Wochen jetzt schon ums Überleben. Mich hätte jetzt auch interessiert, was du in dem Fall von der Spendenkampagne hältst. Wir hatten das ja neulich mal bei dem Kumpel von Larry Wheels, wo den auch gesammelt wurde. Ich hatte damals gesagt, von mir aus darf jeder eine Spendenkampagne starten, weil du entscheidest unter dem Strich selber, ob du da Geld reinpumpst oder nicht. Was ich aber doch am Ende so erstaunlich finde, dass viele, viele Menschen, glaube ich, das unterstelle ich jetzt mal den Menschen,
ganz selten bloß bei sich selbst im Umfeld schauen, wem oder was sie etwas Gutes tun können. Und sobald dann irgendeine Spendenaktion, was vermeintlich sehr Trauriges zutage bringt, da sind die Leute dann bereit, sofort, keine Ahnung, 10 oder 20 Dollar in die Hand zu nehmen. Was ich nicht schlecht finde, weil es hilft ja auch einem Menschen. Aber ich glaube, wir haben so sehr viel vor der Nase, was wir in dem Moment einfach wegtilgen. Das ist eine interessante Feststellung, die du hier machst. Das ist eine solche, eine Art anonyme Solidarität, die da offenbar spielt. Wahrscheinlich von diesen 120, die da, 1000, die da zusammengekommen sind, kennt er wahrscheinlich die wenigstens persönlich. Da bekommt man wahrscheinlich höchstens auf 5000. Also diese anonyme Solidarität, die da spielt, die ist, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Mhm. Ist bemerkenswert, dass das funktioniert. Weckt bei mir natürlich auch immer so ein bisschen den gleichen Gedanken, wie wenn ich da anrufe oder wenn du irgendwo eine Firma in einem Register eingetragen hast, bekommst du ständig Anrufen von irgendwelchen Hilfsorganisationen, die um Geld betteln, klar, alles okay, die man dann immer so mit schlechtem Gewissen abwimmeln muss, weil es mir schwerfällt, so irgendwie für Kinder in Afrika Geld zu spenden, auch wenn das eine gute Sache ist und weiter, aber mir fehlt das ein bisschen, der Bezug, und da fällt es mir schwer. Und darum finde ich es umso erstaunlicher, dass diese anonyme Solidarität da spielt. Ja, anonyme Solidarität ist eigentlich ein gutes Wort, und das ist, glaube ich, auch die ehrlichste Form der Solidarität. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, ich will es nicht schlecht reden, aber auch da sieht man ja, zumindest wenn der Spender das möchte, was wer gespendet hat. Also du kannst da wirklich auch anklicken, Max Mustermann hat 25 Dollar gespendet, und dann gibt es wieder die Leute, die müssen das auch direkt in ihrer Story verewigen und so weiter und so fort. Also eventuell spielt dann doch wieder so ein bisschen Schulterklopfer-Effekt mit, aber nichtsdestotrotz, also ich wollte den Gedanken nur mal in den Raum schmeißen. Gefühlt ist auf jeden Fall bei Dusty Henshaw alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte, und an der Stelle kann man, glaube ich, nur unbekannterweise alles Gute wünschen, dass er da wieder aus dem Koma aufwacht und wieder zur vollen Stärke zurückfindet. Ich glaube, Leute, die das eben direkt in ihrer eigenen Story posten, für mich ist da hier ein bisschen das Motto, in diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel. Aber wenn das dann jemand in seiner Story postet, ich glaube, das sagt mehr über die Person aus als über die Aktion, die er getätigt hat. Und ich denke, mittlerweile ist es auch so, dass das die Leute verstanden haben, oder respektive, dass wenn jemand das in einer Story postet, dass er da nicht sehr viel Beifall dafür erntet. Ja, ich versuche auch das pragmatisch zu sehen. Am Ende wurde einem Menschen geholfen mit 10, 20, 25 Dollar. Und wenn das jetzt jemand noch kundtun muss auf Social Media, dann soll es so sein. Seit längerer Zeit mal wieder haben wir tatsächlich Steve Bentin auf der Themenliste, und zwar aufgrund eines Besuchs im deutschen Fernsehen. Steve war nämlich bei SternTV zu Gast, hat da aber nicht wirklich viel gesagt, sondern eher als Versuchskaninchen hergehalten, um die beste Enthaarungsmethode zu finden. Mit der Körperbehaarung gibt's ja wirklich keine bessere Testperson als Steve Bentin. Da ist sogar RTL drauf gekommen. Du hast dir den Auftritt von Steve bestimmt auch angeschaut. Wie schätzt du den Move ein? Hättest du Steve dazu geraten, für sowas ins Fernsehen zu gehen? War ja jetzt nicht unbedingt unseriös oder Trash-TV, wie wir es letzte Woche bei Hollywood-Matze hatten. Steve muss natürlich diese Gelegenheit wahrnehmen, eben auch zum sich am Leben, also in den Köpfen der Leute halten, Aufmerksamkeit generieren. Publicity ist immer gut, ob negativ oder so pseudo gut oder ganz gut. Das ist immer gut. Er muss das natürlich machen, weil er finanziert zu einem Teil so sein Leben. Von daher war natürlich klar, dass er geht. Ich bin da ein bisschen gespalten. Grundsätzlich würde ich mich eher so als konservativ, was das so die Männlichkeit betrifft, anschauen, so eher so ein bisschen machoid vielleicht sogar. Und ich kann mit diesen metrosexuellen Hipster von heute, habe ich da ein bisschen Mühe. Die sind für mich sehr, sehr unmännlich. Zu einem gewissen Grad gehört Körperbehaarung zu einem Mann, finde ich. Obwohl, und das gestehe ich hier ganz offen, ich habe zum Beispiel am Rücken habe ich da einen gewissen Grad an Behaarung, und den lasse ich mir auch entfernen.
weil das stört mich, das finde ich unästhetisch, oder? Und da bin ich eben so ein bisschen gespalten, das geht schon fast Richtung Hipster, oder? Aber das stört mich einfach, obwohl ich jetzt da nie irgendwie mich shirtless zeige in der Öffentlichkeit, außer in einer Badeanstalt oder irgend sowas. Aber das finde ich einfach unästhetisch und das stört mich und das lasse ich auch entfernen. Aber so diese ganz kahlen Körper, mit denen kann ich, das finde ich irgendwie, ja, das ist für mich in einem gewissen Grad halt unmännlich. Jetzt das Ganze zur Schau stellen im Fernsehen, das finde ich ein bisschen degoutant, also ich finde das jetzt ein bisschen geschmackslos, das jetzt, da kommt eben so der gewisse Ästhetik in mir wieder zum Vorschein. Ich hätte jetzt das nicht gemacht, jetzt kann man mir sagen, ja gut, ich bin da vielleicht zu einem gewissen Grad verklemmt oder hinterwälterisch oder keine Ahnung, aber ich fand jetzt das ein bisschen unappetitlich und konnte mir das nicht ansehen, wie er da mit seinem behaarten Körper sich zur Schau stellt und da enttarnt wird. Ja, wichtig ist doch eigentlich, dass du ja auch was daraus hättest mitnehmen können für deine Enthaarung am Rücken. Also die Frage, was ist denn deine Methode der Wahl? Du gehst dann zum, wie nennt sich das, Brazilian Sugaring oder wie entfernt man dir hinten die Haare am Rücken? Ich glaube, Brazilian Sugaring, das ist irgendwie ein Stockwerk tiefer als der Rücken. Du siehst, ich kenne mich nicht so gut aus. ich gehe zu Kosmetikerin, das ist eine ganz normale Kosmetikerin und die macht das auch mit Wachs, mit Warmwachs. Das ist nicht ganz eine schmerzlose Geschichte, aber eben das ist the price to pay, das gehe ich ein. Und das funktioniert gut. Ich habe auch solche Versuche mit Laser und so gemacht, weil mich das wirklich sehr stört. Das war aber verschwendetes Geld, relativ viel. Meine Haare sind zu hell, als das funktionieren könnte. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass das auch mit dunkler Körperbehaarung oder mit dunklem Haar nicht 100% nachhaltig ist. Aber da Irrtum vorbehalten. Ja, hört sich aber auch schon so ein bisschen metrosexuell an, sich die Haare mit Heißwachs am Rücken wegzumachen. Was ich tatsächlich mir überlegt habe, eventuell kann das ein fachkundiger Experte in die Kommentare schreiben, ob man sich die Haare am Kopf permanent entfernen lassen kann. Weil ich kann mir inzwischen nach irgendwie so 10 Jahren Glatze nicht mehr vorstellen, nochmal Haare wachsen zu lassen. Und es nervt mich wirklich ungemein, mir jeden Tag die Glatze zu rasieren. Tatsächlich. Ah, ich dachte, dein Schülbrünner-Look, der ist gegeben, weil du nicht mehr wächst. Aber du rasierst jeden Tag deine Birne? Ja, mindestens alle 2 Tage. Also das ist dann schon das Höchste aller Gefühle. Und warum vergisst du dann das Gesicht dabei? Ja, es ist natürlich, man muss so, um auch diesen maskulinen Look aufrechtzuerhalten, dann doch irgendwo Haare haben und deswegen steht mittlerweile der Bart, der, habe ich mir sagen lassen, doch auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Aber lass uns zurückkommen zu Steve. Ich wollte eigentlich sagen, dass man da nicht so viel sagen kann, weil Steve selbst auch gar nicht so viel gesagt hat, im Gegensatz zu Hollywood Matze, der bald im Trash-TV zu sehen ist, war es aber doch ein renommiertes Format. Ich weiß nicht, ob man bei euch in der Schweiz Stern-TV kennt. Ich gucke jetzt kein Stern-TV, aber ich würde das zumindest vom Prestige her deutlich höher einschätzen als die Alm. Die Frage ist nur, ob es ähnlich viel Publicity macht. Das wage ich nämlich zu bezweifeln am Ende. Doch, das ist natürlich bekannt. Das sagt mir sogar noch was. Aber damals, als ich das schaute, da hat ein gewisser Günther Jauch das moderiert. Ich meine, gibt es den noch? Den gibt es noch. Macht er das immer noch? Der macht jetzt Werbung für Corona-Impfung. Okay, der ist ja mittlerweile, was ist der da auch schon? Bisschen in die sieht immer noch aus wie 33, ist aber irgendwie schon gefühlt 70, ich weiß nicht. Ja, da gut, das ist so wie heißt der Michael J. Fox, der hat auch immer so jung ausgesehen. Dieses Format ist bekannt, das hat auch einen gewissen, ich kann mich noch erinnern, es kommt eher im späteren Abendprogramm, so um 10 Uhr war das, glaube ich. 22:15 Uhr, glaube ich, immer noch. Und ich denke jetzt mal, das hat dann sicher ein anspruchsvolleres Publikum als die Alm. Die Alm sagt mir nichts, ich kann mir was darunter vorstellen, ich habe darüber gelesen, sagen tut es mir, aber habe das nie gesehen, ich habe auch nie so, holt mich hier raus, ich bin ein Star oder weiß ich was. Das ist irgendwie, ja, das ist da,
diese Bestrahlung vom Bildschirm, die kann ich mir sparen. Das ist wirklich zu viel. Das wird in der Schweiz wird relativ viel deutsches Fernsehen geschaut, weil unsere Sender, die wir haben, die sind sehr lahm. Also da hat da die deutschen Sender, vor allem so RTL, als die dann aufkamen, die haben da einen gewissen Schwung hineingebracht. Die Schweizer Sender wurden dann auch besser, aber es wird, glaube ich, in der Schweiz wird, glaube ich, mehr deutsche Sender geschaut als Schweizer. Also Publicity wird es nicht so viel generieren wie die Alm, aber Publicity ist auch ein gutes Stichwort, die können wir auch über den Gynecus Podcast generieren. Schreibt es mal gerne auch hier in die Kommentare, ob ihr Steve im Podcast sehen wollt. Ich habe nämlich gehört, da könnte sich bald was ergeben, wenn ihr Lust drauf habt. Das wäre eine coole Sache, weil ich finde ihn ein witziger Typ, oder? Ist jetzt also wirklich, der ist witzig, authentisch, finde ich ihn jetzt. Ich weiß nicht, ob er es spielt oder so, aber ich finde ihn vom Typ her, finde ich ihn ein Original. Und das wäre schade, würde es ihn jetzt nicht geben. So, wir kommen zum letzten Thema für heute und landen damit beim insgeheimen Double, nur in etwas größer, von Steve Bentin und damit bei Tobias Hane. Der hat zumindest auf den ersten Blick alle YouTube-Videos auf seinem Kanal gelöscht, was aber laut seiner Aussage so nicht stimmt. Wie er selbst sagt, ist der komplette Kanal einfach offline. Wer also gerne Videos von Tobias Hane geschaut hat, kann das Stand jetzt nicht mehr, und ohne mich da aus dem Fenster lehnen zu wollen, wird das allem Anschein nach auch so bleiben, bis eben komplett neuer Content von ihm produziert wird. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Was sagst du zur Stilllegung des Kanals und der Tatsache, dass Tobias Hane jetzt erstmal Spannung aufbauen möchte? Also Tobias Hane ist grundsätzlich eine Bereicherung für die ganze Szene, oder als er da erschienen ist, fand ich, er ist eine Bereicherung, weil er ist so komplett anders als alle anderen. Ich dachte natürlich zuerst, als ich hörte, dass sein Kanal da nicht mehr existiert, dass er wahrscheinlich ein Reiskorn zu viel in den Topf gefallen ist und er nicht darauf klar gekommen ist. Das ist ja immer ist für mich sehr eindrücklich, wie er da Reiskorn für Reiskorn abwiegt und wie mit einer Präzision er sein Essen da zubereitet und dann zu sich nimmt. Das ist ja Sucht seinesgleichens. Er ist so ein total, also so kommt er zumindest drüber, unemotionaler, tiefenentspannter Typ. Deshalb finde ich ihn eine Bereicherung. Also ich habe jetzt da bewusst nicht das Wort langweilig gewählt, weil ich finde, er ist halt so, wie er ist. Kann man als langweilig bezeichnen. Ich finde das einfach eigen und ich finde das gar nicht so schlecht, diese Emotionslosigkeit, wie er da an die Sache geht und Reiskorn für Reiskorn wieder rauspult, wenn da eins zu viel hineingefallen ist. Ja, warum ist wohl sein Kanal irgendwie offline oder auf privat gestellt oder einfach faktisch für uns voyeuristischen veranlagten Zuschauer nicht mehr vorhanden? Das wird irgendwie eine GN-ESN-Geschichte sein, gehe ich davon aus. Ich denke, er war oder ist GN-Athlet. Jetzt mit der Fusion, Zusammenschluss von, wie heißt es, Wayu, das mit dem roten Faden, und ESN entsteht da wahrscheinlich eine gewisse schwierige Situation, die es zu lösen gilt, und wahrscheinlich hat das, könnte ich mir vorstellen, die Schließung des Kanals nach sich gezogen. Und wahrscheinlich kommt dann die neuen Videos werden dann unter dem Label irgendwie ESN entstehen und dann die alten waren wahrscheinlich GN gesponsert, was dann so nicht mehr geht. Irgend sowas stelle ich mir vor. Ja, also bei Tobias Hane, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Er ist sehr, sehr, sehr akribisch. Bei ihm ist ein bisschen schade, dass er so groß ist, beziehungsweise nicht die allerbeste Genetik für den Bodybuilding-Sport mitbringt, weil eigentlich wäre er so ein super Bodybuilding-Profi. Man könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen langweilig. Ja, also es ist jetzt sehr viel Monotones, aber ich habe mir das trotzdem hin und wieder angeguckt, weil er einfach halt kein dummer, primitiver Typ ist. Also er bringt da so ein bisschen IQ ins Bodybuilding, wenn man es jetzt platt ausdrücken möchte. Was die Sache mit den Videos angeht, du hast es eigentlich schon, glaube ich, so sehr, sehr abgerundet auf den Punkt gebracht. Ich versuche mich hypothetisch auszudrücken, dass mir das nachher nicht auf die Füße fällt. Man muss echt aufpassen, was man sagt, wenn man so viele Leute hier als Zuschauer hat. Das ist echt verrückt. Also ich habe gehört,
dass es wohl bei dem einen oder anderen Sponsor so sein könnte, dass die Athleten einen Kameramann bzw. Cutter gestellt bekommen, um regelmäßig Videos produzieren zu können. Dieses Vögelchen, das mir das gezwitschert hat, hat auch erwähnt, dass es eventuell sein könnte, dass der Kanal per se dann nicht dem Athleten, sondern dem Sponsor gehört. Das mal zum Hörensagen. Ich lege da auf jeden Fall, wie ihr wisst, nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass diese Informationen stimmen. Wenn man das in den aktuellen Kontext bringt, dass Tobias Hane erst bei GN bzw. später bei Vayu war, was ja im GN-Kosmos angesiedelt war und jetzt weiterhin bei Vayu ist, bzw. er möchte, glaube ich, dort bleiben, nur Vayu mittlerweile GN nicht mehr angehörig ist, sondern zu ESN gehört nach der Fusion, dann könnte da ein Schuh draus werden. Es war jetzt sehr verklausuliert, aber ich glaube, die allermeisten haben das schon gut verstanden. Meine Prognose also, Tobias Hane ist jetzt noch, bis der Vertrag ausläuft, bei GN, wechselt dann offiziell zu ESN bzw. Vayu und startet einen neuen YouTube-Kanal. Jetzt darfst du nochmal einhaken. Ich bin tief beeindruckt. Du hast eigentlich das Ganze in Tobias Hanischer Manier erklärt, sehr präzise, sehr genau. Ich glaube, man hat es verstanden. Ja, also dann wisst ihr jetzt eventuell, was da abgehen könnte in diesem ganzen YouTube-Kosmos. Ihr werdet das, wenn ihr das jetzt wirklich wisst, auch projizieren können auf andere Athleten und warum da eventuell keine Videos mehr gekommen sind. Damit sind wir tatsächlich auch am Ende der Sendung angekommen. Gibt es noch was zu sagen zum Abschluss von deiner Seite? Nein, ich bin sprachlos. Wunderbar. Alles klar. Also wie gesagt, wer noch eine Dose Galenicus oder natürlich auch andere Supplements von Canicus Original haben möchte, der kann uns wie immer gerne supporten unter canicus.de/shop. Ihr macht damit wirklich diese News-Sendung möglich, auch den Podcast und andere Formate. Wir finanzieren uns inzwischen komplett selbst, auch wenn es der ein oder andere nicht glauben mag und da gewisse Verschwörungstheorien hin und wieder im Internet kursieren. Ansonsten sind wir erstmal raus für heute. Macht's gut und wir sehen bzw. hören uns nächste Woche wieder.